Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ja gut, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Geld rausgehauen auf Topic, muss ich leider ein bisschen zugeben. Ich habe nochmal ein bisschen die Ausrüstung aufgewertet. Also auch, wie soll ich sagen, ich zeige es ja mal ganz kurz. Inventar ist halt immer noch halt der Schlagring, aber die Handschuhe sind leider immer noch die gleichen. Glaube ich, den Gürtel habe ich jetzt mal angezogen, den wir hier neu bekommen haben, den Diebesgürtel, den habe ich auch aufgebaut. Monturen habe ich dann wieder die klassische gemacht. Also nicht die, Moment, die sieht dann nicht auch mal ganz cool aus. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also jedenfalls, der hat jetzt wieder seine alte Kleidung. Ich habe halt jetzt da einfach nur nochmal die Farbe umgeändert und hier zum Beispiel bei den Herstellungssachen. Ausrüstung, Upgrades, einfach nochmal hier die Sachen gepimpt. Ja, die Medizinflaschen, große Medizinflasche, Wirksamkeit der Medizin, also solche Sachen halt, aber wie gesagt, seht ihr gerade eben, da fehlen mir jetzt gerade eben noch die Materialien und das Geld. Ja, ich kann es halt einfach nicht lassen, aber gerade so die ganzen Sachen ein bisschen aufzuwerten, ist dann schon relativ wichtig. Also Fähigkeitspunkte habe ich jetzt nicht verteilt, also das habt ihr jetzt nicht verpasst. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal die Punkte aufheben. Und ja, also es hat mich halt ein bisschen genervt, dass es jetzt letztes Mal so relativ schleppen gegangen ist. Aber gut, schauen wir mal. Ah, Jacob, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh. Kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an Ihre Armschienen an. Alec? Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Ja, dann spielen wir mal damit rum. Also den Geräuschen für Mr. Crew kann ich ja nicht wechseln als Mission, nee, ne? Oh, ich muss das irgendwie skillen, das nervt mich gerade. Ja. Komm. Ja, ich sollte auch mal vielleicht spielen lernen. Ja. Zack. Öffnen. Gut. Komm, dann geht's weiter hier. Es sind ja nur 150 Meter so ungefähr. Softwalk. Ja, das krallen wir nämlich auch so noch. Ne, warte mal. Okay, ich kann nicht zu Ivy wechseln, das muss ich dann leider danach machen. Dann machen wir die nächste Mission mal wieder mit Ivy. So, die vermisste Crew aufspielen. Sperrgebiet. Oh, ich sehe da eine Kiste. Achso, ja. Ja, Adlerauge. Im Moment noch nichts. Oh, was denn das? Da war jetzt das Ding im Weg. Okay. Bolzenfeuer schießen. Nein, ich denke, das kriegen wir hin. Guck mal, ich will eigentlich darüber. Kann ich darüber? Ja. Warnung, Sperrgebiet betreten. Ja, ich sehe es, aber ich will erstmal noch hier den Glitch haben. Guck mal. So, ja, Moment. Okay, alles in die Gewalzen, alles klar. Ich muss noch ein Stück höher. Ich weiß nicht. Feuerquelle. So, dann wollen wir mal. Wir werfen.
schieße. Hm. 10 Jahre am Rad, ne? Ich habe da nämlich noch eine, jetzt eine Kiste gesehen. Gut, die töten sich gegenseitig. Sehr gut. Kann ich mich in der Zwischenzeit mal hier drum kümmern? Ach, guck mal, wie viele Kisten hier sind. Ist ja schön, sie fragt mit den Adleraugen auf. Ja, machen wir natürlich auch. Ey. So. Das hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Wie soll ich sagen? Da haben wir die Fracht. Wenn ich jetzt mal hier... Genau, hier kann ich einen Todessprung machen. Dann mache ich das... Na, Todessprung. Oh, jetzt muss ich mal gerade niesen. Natürlich nicht so gut. Guck mal. Ich hole mir jetzt erstmal die Kiste. Wie gesagt, ich habe wieder zu viel Geld ausgegeben. Ach, okay, wir kriegen eine Bolzen. Auch nicht schlecht. Ist hier eigentlich nochmal ein? Okay, Seide, Leder, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind alles so Materialien, die wir gebrauchen können. Gibt es auch nämlich so diesen legendären Umhang und den möchte ich mir nämlich auch denn organisieren. Oh, guck mal, den haben wir denn da? In den Bolzen schießen. Okay, komm, jetzt kriege ich alle beide. Oder auch nicht. Habe ich alle beide erwischt? Jetzt habe ich zwei, ne? Okay. Ja, es war nicht so unbedingt der perfekteste Treffer, wie soll man sagen. Naja. Wir probieren es einfach mal und so was geht. Und was nicht geht, geht halt nicht, ne? So, zwei halluzinierte Bolzen, also das hätten wir schon mal. Muss mal gucken, vielleicht kriege ich ja hier und ja. Kräne. Oh, da haben wir auch nochmal welche. Gleich nochmal rum. Ich alle beide erwischt, sehr gut. Ja, vier Stück bräuchte ich also noch. Gucken an, was da ihre Kollegen machen. Ich bin fast tot. Sehr gut. Schön, das macht mit den Anlage auf. Ja. Boah, auf jeden Fall, ich habe jetzt nur die eine Kiste jetzt hier. Oh ne, das ist die zweite Kiste. Sehr gut. Krallen wir uns nämlich auch gleich wieder. Ich habe es nämlich als erstes gar nicht gesehen, aber gut. Okay. Also ich gehe wirklich da jetzt auch mal ein bisschen sorgfältiger vor, weil ich habe ja irgendwie so ein Fehler dazu, dass ich es ja immer sehr schnell verkacke. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen näher ran, oder? Gucken mal. Vielleicht klappt es ja. Wunderbar, einer fehlt mir noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich schätze mal, da sind eh genügend. Schießen sogar aufeinander.
So, jetzt muss ich aber mal selber gucken. Okay. Plündern. Wie gesagt, alles mitnehmen, was mitzunehmen geht. Wäre natürlich besser, wenn das ja natürlich auch also alleine machen würde, aber das ist ja sehr unrealistisch. Ja, komm. Okay. Ich glaube, da habe ich noch zwei Glieder stehen, oder? Jo. Also, da werde ich noch auf jeden Fall genug finden, aber ich glaube, ich brauche mal ein paar neue Bolzen jetzt erstmal. Was ist hier die Kiste da? Ich glaube also, auch bei ihm rentiert es sich, da das Schleichen zu skillen. So habe ich jedenfalls mal das Gefühl. Weil es denn... wie soll ich mal sagen... Komm, ich gehe jetzt hier mal ausnahmen. Ich lock den jetzt mal an. Ja, komm mal her. Ja, hat das keiner mitbekommen. Warte mal. So, ein bisschen verstecken oder so. Nicht so gut, aber egal. So, ich schleich mich mal an. Stehen die denn da? Also ich habe da noch einen, glaube ich, genau. Ich habe eine lustige Idee. Vielleicht klappt das ja, vielleicht kommen die ja nochmal hin. Genau. Und jetzt... Sehr gut. Das wäre erledigt. Okay, jetzt müssen wir noch weitermachen. Achso, ich habe keine Bolzen mehr. Das ist blöd. Aber auch noch kurz. Dann ist er gerade tot. Adlerauge, nur mal da. Sehr schön. Haben auch noch mal ein paar Bolzen bekommen. Ich sag ja. Bad Green ist unterwegs. So, jetzt brauche ich aber trotzdem noch ein paar welche. Ja. Ich nicht gut Deutsch. Ja. Komm, geh doch mal wieder ein bisschen zusammen. Nicht davor stellen. Ja. Sehr schön. Es kommt ein Kampf stellen müssen. Also glaube ich doch einen mussten wir stellen, aber das war ja okay. So, mal gucken, wo jetzt. Ich habe jetzt eigentlich auch mal gehofft, dass die Kisten mal ein bisschen müssen die. Da fehlt ja jetzt noch eine Kiste. Ja, wo finde ich die denn jetzt? So. Ja, manchmal hängt da also wirklich das Spiel. Das ist sehr, sehr nervig. Also manchmal ist die Steuerung super und manchmal ist sie extrem nervig. Ich meine, es ist zwar besser geworden von Assassin's Creed zu Assassin's Creed Teil. Aber leider auch nicht immer hundertprozentig. Also, den fahre ich mir raus. Der einfachste Auftrag des ganzen Jahres. Die sollten stärkere Männer anheuern.
Also, meine Ohren werden mich nicht täuschen. Meine Klinge auch nicht, so. Ja, tschüss. Medizin, so. Ist nur noch einer, sehr gut. Den pfeife ich mir jetzt ran. Packt ihn! Schafft ihn weg! Ich hau hier was auf du! Naja, gut, okay. Bisschen Kopf kann auch mal sein. Das tut weh. Plündern. Habe ich das nicht geskillt? Nun doch, ne? So. Bolze voll. Plündern. Okay, also die Kabel hätten wir. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Steric bringen! Oh nein, nicht so eine doofe Mission. Wo ist denn das Ziel? Oh nein! So, okay. Das Frachtschiff erreichen. So, so, komm. Also, ich sag ja manchmal, so hängt ja wirklich die Steuerung wirklich so wie jetzt. Das ist ja nicht so schön. Wie hole ich denn die jetzt ein? So, ne? Jetzt darf ich hier über die halt springen. Ja, Entfernung muss ich verringern, das sagt man so einfach, ne? So. Entschuldigung. Boah, komm. Parcours nach unten. Oh Mann. Also das ist. Jetzt. Parcours nach oben. So, gucken wir mal. Wie gesagt, da haben wir manchmal. So lassen. So, okay. Dann wollen wir mal. Oh, bam. Sand. Bam. Ich hoffe, jetzt haben wir es geschafft. Gift. Wer wird wissen, welches es ist? Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich vergiftet. Oh nein. Ich glaube, wenn du mal hier dir irgendwas einbist oder so und spielst das Spiel und so, glaube ich, dann bist du richtig lustig. Also, dann hast du selber so. Na gut, dann hast du. Dann ist die Dauer grün. Hehe. Das Ziel mit Hilfe hängen. Gott. Achso, nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Erstmal zurückkommen. Zur Belswerkstatt zurückkehren. Ja. Ich glaube, ich sollte mir Kutsche schnappen. Ich fand die immer ganz gut. Komm. Sag ich mal. Wie gesagt, ist ein leichter Fall von GTA, ne? Ja. Komm, auf jetzt Gas geben. Lauf schön weiter. Gut so, Mädchen. Eine kostbare Sendezeit hier. Und da sind wir schon fast am Ziel. Ja, ich sag ja schon fast wirklich so, wie geht ja im Fit nur noch da die Sprungrolle. Okay. Vorsichtig, Mr. Bell.
Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch Sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Ja, doch, komm, die tun wir mal bewerten. Die hat ja nicht doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und diese Erinnerung bewerten mit Y. Okay, so. Könnte ich jetzt rüber? Oder kann ich so? Alles klar. War cool. Ja. Ich kenne mein eigenes Joypad nicht. Okay, jetzt haben wir wieder ein neues Upgrade verfügbar. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, 3 Fähigkeitspunkte, 2 Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Fähigkeiten, was ich auf jeden Fall mit ihm mitskillen wollte, war das Adlerauge. Das braucht er auf jeden Fall. So. Adlerauge 3. Also ich finde das richtig gut. Ich glaube, ich habe das der Ivy schon gegeben. Und bei der Ivy werden wir dann auf jeden Fall jetzt mal gleich schleichen mitskillen, weil mit ihr habe ich auch nochmal eine spezielle Quest vor. Ja, so. Zu Ivy wechseln. Das wäre nämlich auch ganz cool. Dann können wir auch mal gerade gucken von der Ausrüstung her, was die Gute bei sich hat. Start, Inventar. Was hat die denn jetzt eigentlich? Monturen. Guck mal, die hat eine neue Montur bekommen. Im Elysee. Ja, die kennen doch eigentlich schon alle. Verteidiger gewinnt genau Missionsbelohnung. Warte mal. Ja gut, die sieht jetzt nicht so geil aus. Ja, mir gefällt halt nicht der Schnitt eigentlich so, aber gut, okay, jeden muss sein. Da gefällt mir die hier besser, aber unbekannter Gegenstand. Die ist schon eher viel geiler. So. Im Beige sieht die richtig geil aus eigentlich. So, gut, aber wir wollten mal umhängen, können wir eigentlich auch mal bei der, da fehlt mir wieder das Geld. Fahrzeugobjekt niederländischen können. Ja, das hat den wir jetzt gerade eben haben, diesen Jägermantel. Die anderen kann ich mir halt alle noch herstellen. Gehen wir mal jetzt im... Was habe ich denn eigentlich noch hier für Waffen? Ich kann ja auch noch ein paar Waffen holen, oder? Was habe ich jetzt für ihr geholt? So ein Schlagstock. Dieser Gegenstand, Meier-Schlagstock. Was haben wir sonst noch? Level 4. Mal Schlagstock, kann ich den herstellen? Dann tun wir den mal gerade mal herstellen. Herstellung. Ausrüstung. Mantel des Volkes. Ja, okay. Der sieht irgendwie aus wie so eine Decke. Level 4 brauchen wir, ne? Okay. Blutgürtel. Blutgürtel. Jetzt habe ich. Mir fehlt überall das Geld jetzt. Das ist nicht so toll. Herstellungskosten 2000 Pfund. Aber ich bin der Meinung, dass sie die nämlich auch hat. Warte mal. Inventar. Umhänge, Monturen. Monturen, Monturen, Monturen. Ja, was machen wir mit ihr denn noch? Fähigkeiten. Also Fähigkeiten haben wir nochmal ein paar Punkte. Auf jeden Fall mal Schleichen-Skillen. Adlerauge ist ausgebaut bei ihr. Definitiv Schleichen-Skill. Schleichen 1. Ja, da fehlt halt leider auch noch einer, ne? Erschlag. Also wenn ich mit ihr das hätte, das wäre natürlich super. Also jetzt so richtig geile Fähigkeiten eigentlich, gerade so zum Schleichen. Chamäleon. Und hier schleichen. Was sind das? Anführer 3. Drücken Sie um die Rückzugsgriffe, damit Sie ihnen folgen. Halten Sie gedrückt, um weitere Befehle anzuzeigen. Ihnen können maximal 5 Hooks gleichzeitig folgen. Ja, das ist eigentlich das, was ich wollte. Genau. Das war dann das eine. Und dann gucken wir auch mal gerade Gang.
Gang Upgrade. So. Gang, 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 go. Okay, was haben wir hier? Verrückte Wissenschaft. Sie müssen freischalten, die Blitzschlagzeilen abschließen. Ja, machen wir natürlich auch noch. Stadtweiter Rausch. Raptorfall ziehen die Gebäude sind. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Schwarzmarktbeziehungen. Ja, das wollten wir jetzt eigentlich auch noch machen. So, Buchmacher. Gerade hier sowas, der ganze Wirtschaftskreislauf. Also, Pub-Investor. Sponsern Sie die Straßenfußball rund um die Pubs und vergrößern Sie das Pub-Client. Damit erhöhen Sie das Einkommen des Zugverstecks um 500 alle 30 Minuten. Die Kapazität des Saves um 500. Ja, investieren Sie in Pub-Spiele, um dieses Upgrade freizuschalten. Ja, kriegen wir nochmal 500, nochmal 500. Ja, darauf sollte ich jetzt mal wirklich sparen, weil ich habe wirklich die ganze Zeit immer so Geldprobleme. Gut, okay, Freunde. Ich würde erstmal sagen, wir verabschieden uns und sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin sag ich mal tschüss mit Ö und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.